Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Divine Divinity. Und wir haben das letzte Mal hier Broxor und Gunther getroffen, die sich ziemlich am Kabbeln sind, weil sie anscheinend ineinander reingefahren sind. Naja, gut, wollen wir mit ihnen reden, oder? Hallo, Broxor. Lasst mich in Frieden, ich muss dafür sorgen, dass dieser Mensch dich nicht herausredet. Lass was handeln? Oh, die schöne Sachen. Aber nicht genug Geld. Gunther? Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Zwerg ist mir in den Karren gefahren. Selbst ein Ork hätte mich sehen müssen. Das ist nicht euer Tag, was? Ja, hast du noch was zu handeln? Oh, ihr habt ja alle nichts, ne? Das ist ja schlimm. Okay, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Aber hier gibt es irgendwas zu tun, das weiß ich noch. Ich könnte euch euer Zeug stehlen. Wie wär's damit? Seid ihr dann zufrieden? Das ist alles voller Zwergen-Ale. Mal gucken, was der Zwerg hier zu tun hatte, ne? Was der Zwerg hier gemacht hat. Das Fass enthält nichts. Den auch nicht. Ich könnte das ganze Ale stehlen. Hm. Lassen wir aber erst nochmal. Mal gucken. Ja, hier ist die Quarantänezone. Häschen! Totes Häschen! Aber es bringt XP. Oh Gott. Söldner, ne? Oh Gott, ihr Viecher. Oh Gott, wie stark war der nochmal? Oh, ihr geht. Ich dachte, ihr wärt stärker gewesen. Aber ihr bringt mehr XP als Orks. Das ist schon mal cool. Seid ihr zufällig Orksöldner? Ich meine, mir ist im Grunde egal. Ich töte euch so oder so. Wissen Söldner, ihr immer seid. Hauptsache, ihr seid feindlich. Aber ja. Okay, dann können wir uns noch hier ein bisschen umschauen. Ach nee, wir wollten jetzt zu General Alex. Haha. Ich dachte aber, da gibt es noch was zu tun bei dem Karren, deswegen habe ich da auch wieder angefangen. Ich habe gesehen, ich war natürlich in Aleroth und habe nochmal kurz gepennt, damit es hier wieder hell ist. Ja. Überall Wachen, arme Bürger. Ja, man muss ja die Quarantänezone auch gut bewachen, weil, ja, sonst kommt da jemand raus. Guten Tag, Dr. Elrath. Wie läuft eure Suche nach dem Mittel gegen die Pest? Schlecht. Ich habe noch nichts gefunden. Ich werde jetzt heimgehen und meine Forschungen fortsetzen. Doch, holt mich auf der Stelle, wenn die Zahl der Erkrankten stark zunimmt. Wie ihr wünscht, Doktor. Ja, der Doktor darf ein- und ausgehen, verbreitet durch die Pest. Nicht super geil. Normalerweise ist das auch für ihn, dass er drin bleiben muss. Also für Doktoren. Und Soldat, Das Holztor ist verschlossen, da komme ich also nicht rein. Ich weiß aber, dass wir noch da reinkommen und auch da rein müssen. Das wird wichtig, ein Bronzeschlüssel, der ist mir. Danke. Ich die Leute mal ausnehme hier, ne? Dabei sind so arme Menschen, aber es ist mir relativ. Achso, hier komme ich da rein. Wie wunderbar. Ich auch knacken können, aber hier ist ja eh nichts drin, nur so eine Bierflasche. Tolle Wurst. Naja, so hat man wenigstens den Schlüssel bekommen und direkt ist man direkt los geworden. Wir wollen uns hier ja noch ein bisschen umsehen, nicht wahr? Wo ist denn die Kaserne jetzt her? Die muss doch hier sein. Oh, sorry, Leute. Wartet mal. Ach, da ist die Kaserne. Ich muss hier nach rechts. Okay, sorry. Ah, ich glaube, die geben mir Eintritt in die Quarantänezone. Die lassen mich in die Quarantänezone dann noch rein. Weil ich den... Ich glaube, wir sollen denen helfen. Wenn wir die Dings geholt haben. Ach so, hören Orki. Komm her. Du bist echt süß. Oh, ist der süß. Der ist so süß. Und jetzt ist er Matsch. Ist er geplatzt. Richtig schön aufgeplatzt. So mag ich das. Ja, ich habe noch nie Fernkämpfer so gespielt eigentlich, muss ich sagen. Eigentlich in keinem Spiel, ich spiele nicht gerne Fernkämpfer. Weil meistens ist es so, dass Gegner immer gerne ran sprinten und dann ist man halt ausgeliefert und da habe ich nicht so Bock drauf. Wir haben kaum Mana-Tränke, wir brauchen unbedingt mehr davon. Ich habe leere Flaschen gekauft, wie ihr schon gesehen habt. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein. Was ist mit euch beiden? Wir müssen Hilfe rufen! Meine Waren werden dringend gebraucht! Und ich habe mir euer unsinniges Gejammer schon zu lange mit angehört. Ihr könnt euch euren Wagen sonst wo hinstecken, Mensch. Mein Zwergenbier muss sofort in einen kalten Keller. Wenn das noch länger warm steht, verdirbt es. Die erste Hilfe, die wir kriegen, ist meine. Macht euch nicht lächerlich. Euer Bier schmeckt nach Katzenpisse. Und wenn ihr es noch so sehr kühlt, selbst wenn ihr es kochtet, könnte es nicht schlechter werden. Die erste Hilfe, die wir kriegen, ist meine.
Ihr Menschen habt ja Geschmacksnerven wie Trolle. Ihr würdet ein anständiges Bier nicht mal erkennen, wenn ihr da entschwimmen würdet. Ich finde die Stimme saugut. Ja, können wir ihm helfen? Lass mich in Frieden. Ja, hallo? Warte, ich geh nochmal hin, Leute. Ich will nochmal hören, ob die noch was sagen. Das kaputte Rad werdet ihr mir bezahlen, Mensch. Ha, niemals. Das war doch eure Schuld. Ich zahl keinen müden Kupferling. Ihr könnt von Glück reden, wenn ihr bloß das kaputte Rad bezahlen müsst. Wenn mir das Zwergenbier verdirbt, verklage ich euch nach Strich und Faden. Das soll wohl ein Witz sein. Euer Zwergenbier ist nicht mehr wert als das stinkende Sumpfwasser, aus dem ihr es braut. Ich zahl euch überhaupt nichts. Ihr werdet mir eine Menge zahlen müssen, wenn meine Ware zu spät auf den Markt kommt. Ja, hat ein bisschen freier das gemacht. Können wir nochmal das hören? Irgendwann schlagen sich die Köpfe ein, oder? Bei den Göttern ist das heiß hier. Mensch, darin muss ich euch recht geben. Lasst uns zum Gasthaus zum Zwergenbrot gehen und die Angelegenheit bei einem kühlen Bier regeln. Euer erster guter Vorschlag, Freund Zwerg. Aber lasst uns zum Gasthaus zum Blauen Eber gehen. Deren Bier ist so gut, dass ihr vor Glück weinen werdet. Nichts gegen den Blauen Eber, aber ich bevorzuge doch das gute alte Zwergenbrot. Kommt schon, die erste Runde zahle ich. Okay, vorher sich so am Kabbeln und jetzt auf einmal machen sich auf wir sind die geilsten, besten Freunde ever. Und ihr lasst das Ale hier, das ist nett von euch, das ist dann mal meins. Dankeschön. Es wird zwar sehr schwer sein und so, aber ich werde es gerne verkaufen. Insofern, ne? Opportunistisch sein ist immer schön. Wie lange haben wir noch? Ja, reicht, läuft. Super, die gehen zum Zwergenbrot, wir wollen zur Kaserne, das kann doch nur gut werden. Da treffen wir sie aber sicher wieder. So, zu den Kasernen. Südost. Mhm. Zum Friedhof. Mhm. Südwest. Ich glaube, der Friedhof war ein bisschen eklig. Und hier? Nein, ich würde bitte. Nein, zeig mir. Zur Burg Eisenfaust. Nordost. Lang lebe der Herzog. Und hier ist noch ein Karren verunglückt. Warnung: Die in diesen Fässern befindlichen Tränke sind Eigentum des mächtigen Magiers Kistandalius. Berührung strengens untersagt, sowie die Handlung führt zur sofortigen Belegung durch einen fürchterlichen Fluch. Falls bei Tränke entwendet wurden, so gebt diese umgehend und vorsichtig zurück. Möglicherweise wurde der Fluch noch nicht ausgelöst, ihr seid gewarnt. Das testen wir. Wenn wir Fluch kriegen, dann lassen wir es aber so. Och Gott, wie niedlich. Ein bisschen Schaden. Ja, ist mir egal. Meine. Oh mein Gott, ich sterb gleich. Ist doch mal was, Schätzchen. Ist doch mal was. Schön lecker, lecker. Und noch ein Zwergen-Ale hinterhergekippt. Achso, das hilft mir nur beim Mana. Das ist blöd. Schön Apfel. Kommt diese blöde Biene her, Mensch. Die Dinger sind so groß wie mein Kopf. So, also die Flügel sind es mir echt wert. Achso, ich bin gerade gestorben. Okay, das lassen wir dann doch lieber. Okay. Ja, ich respektiere es. Ja, war ein scheiß Fluch. Ist mir egal. Wie er die alle sichert mit Fallen. Ne? Das ist ja so gemein. So böse und gemein. Oh Gott, Bienchen. Totes Bienchen. Aha. So, noch mehr Bienen. Ich die Bienen nicht mag, ne? Auch vor allem, weil die einfach meinen, meinen Zaubern zu entkommen. Oh, das ist nicht mehr wert, das Zeug, ne? Ich brauche mehr für diesen Zauber, als ich rausbekomme. Und wenn es ein Kettenblitz wäre, ne? Das wäre geil. Aber ich glaube, das sind Kettenblitze gibt es nochmal extra, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Könnte sein. Nee, eigentlich nicht. Elementarblitz, der wäre noch nett. Also Elementarschlag werden wir auf jeden Fall holen. Und der Blitz? Der Schlag verbraucht mehr Mana und bringt weniger. Feuer- und Blitzschaden, aber gut, hat dann alle Elemente, auch Gift. Ha, na gut. Wollen wir mal gucken, was noch so kommt. Wir wollen erstmal zurück und wir genehmigen uns jetzt noch ein schönes Bier. Ach komm schon, erstmal das Wildschwein noch weg. Das ist das Schöne, mit dem Ding trifft man immer, mit dem Blitz. Das ist manchmal sogar das wert. Oh mein Gott, nur so wenig? Ja, sie kann nichts mehr. Ist egal.
Ach, Moment mal, wir haben ja übrigens was vergessen. Erstmal ist, glaube ich, was kaputt gegangen. Oh nein, ist alles kaputt. Was? Nein, das kann ja wohl nicht sein. Ist doch Quatsch. Ach so, ja. Ich kann nichts mehr tragen? Wartet mal. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Ja, unsere Gewandtheit ist null. Wegen dem ganzen Bier. Geil. Ja, Leute, man sollte nicht so viel Bier trinken. Denn sonst steht man nackend da. Ne? Seht's ja. Nackend. Aber wir wollen eh zur Kaserne. Insofern ist ja nicht so schlimm. Wahrscheinlich auf den letzten Part in dieser Session. Mal gucken. Hühnchen. Nee, Hühnchen lassen wir. So, wo geht's hier lang? Zum Armenfriedhof. Südwest. Im Lande der Toten gibt es weder arm noch reich. Oh, wunderschön vertont, finde ich das. Die Stimme ist sehr, sehr hübsch. Im Englischen wie im Deutschen. So, und hier? Zu den Kasernen. Nordost. Gut, da wollen wir hin. Unser erster Auftrag. Yay, den wir jetzt auch bald mal abschließen können. Das fand ich cool. Nein, ich würde gerne... Achso, sie muss mit dem... Ja gut, dann hauen wir eben so drauf ein auf das Kaninchen. Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Ah, damn you. Hast du jetzt bald mal wieder Intelligenz, Mädchen? Gewandtheit. Ey, sag mir nicht, dass die dauerhaft auf Null ist, ne? Das wäre ja richtig abartig jetzt. Nur weil wir Ale getrunken haben? Nee, okay, das ist wieder wunderbar. Okay. Ich dachte schon. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Okay, okay, okay. So, dann haben wir es ja wieder. Hier war aber irgendwas am kaputt gehen, oder? Ich glaube. Ja, mal nachgucken. Einfach mal über alles. Ein bisschen drüber gehen mit dem Hammer. Ja, der ist gut. Der ist gut. Die ist gut. Das Ding ist ja, wir müssen ja nicht wirklich gut reparieren. Wir müssen nur so weit reparieren, dass alles noch instand gehalten wird. Und können dann bis auf den Händler warten, bis wir wirklich reparieren. Okay. So, wo sind die Kassetten? Oh, guck mal. Ich brauche die Schriftrolle der Menschen, um diesen Teleporter zu aktivieren. Ja, aber das ist der Teleporter bei den Kasernen. Nein. Autokarte. Da haben wir's. So, das hier ist... Teleporter der Menschen. Oder warte mal, ich sag Kasernen. Nee, doch, Teleporter Kasernen. So, und dann das Volk dahinter, damit man das... So. Das hat... So, supergeil. Speichern wir auch schnell. Ja, Soundpack, sorry. Und ihr seht oben rechts dann noch immer meine Aufnahmedings. Ist ja nicht schlimm. So, wir können erst noch mal ganz schnell durch um die Kaserne herumlaufen. Dann haben wir da nämlich schon mal alles erforscht. Das dürfte ja relativ schnell gehen, hoffe ich. Wir werden das auf jeden Fall noch dranhängen, Leute. Wir werden heute mit Kommandant Alex oder mit General Alex reden. Mit der guten Frau. Und mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Das machen wir heute auf jeden Fall. Das sage ich euch, verspreche ich euch. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. 6 Minuten, okay, das kriegen wir hin. So lange braucht es nicht, bis wir hier drum rumgelaufen sind und ein paar Wildschweine getötet haben. Ja, gib mir Fleisch. Danke. Aha, es wird dann über der Textur angezeigt. Das ist ja interessant. Och, nee, ich habe keine Lust auf Bienen, ey. Bienen sind scheiße. Die vergiften. Ich mag Vergiftung nicht. Giftschaden ist böse. So, hier ist noch ein Ratti. Ein Knüppel und ein Kurzdolch. Ein polierter Knüppel, ja, den nehmen wir mit. Ah, ich habe auch einen polierten Knüppel. Was? Wer hat das gesagt? Nein, 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 nein. Ist ja hier alles jugendfrei, ne? Ah, apropos, es wird noch sehr unjugendfrei, Leute. Wartet mal auf die Stadt. Unjugendfrei. Ja, sehr altersbeschränkt, sagen wir es so. Jugendschädigend, oder? Nee, wäre das nicht. Das nicht. Man sieht nichts. Man sieht gar nichts. Aber, naja, sagen wir so. In der Stadt gibt es ein Bordell und die heißen Huren können wir auch erleben. Ich glaube in männlicher und weiblicher Form, wie wir gerade Bock haben. Und ja, es bringt sogar was, das einmal zu tun. Das werdet ihr dann sehen. Stimmt, man kann es sich schon denken. Die Kasernen. Stillgestanden, schrecklicher kleiner Mann. Gut, dass wir eine Frau sind. Hallo Leute, na wie geht's euch? Wie wir einfach mal hier reinspazieren dürfen in die Kaserne. Ist ja selbstverständlich. Oh, guck mal, Katapulte, geil. Sieht richtig cool aus. Oh, eine neue Musik. Ah, genießt es. Ist echt schön komponiert, Leute.
Der Kerl sollte mal ein bisschen was Neueres machen, also ein bisschen was für neuere Firmen, weil... neuere Spiele, meine ich. Andere Firmen, neuere Spiele, so. Weil, das wäre ja mal was, oder? Hey, ihr da! Dies ist das Quartier von General Alix. Habt ihr einen Termin? Nein, aber ich habe eine Nachricht von Lord Zerg. Warte mal, erstmal will ich gucken. Oh, du gibst mir keine guten Preise, also lassen wir es. Ich habe eine Nachricht. Ja, hervorragend! General Alix wartet schon begierig auf Neuigkeiten von Zergs Kommando. Bitte trete sofort ein. Hallo, schöne Dame. Musst du durchs Gebüsch zu robben? Was? Wo kann ich sie finden? Was? Was sagte das wirklich? Hallo, schöne Dame. Na, keine Lust, mit einem gestandenen Soldaten durchs Gebüsch zu robben. What? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Hallo, Soldat, gibt es neue Gerüchte? Man kann sich kaum vorstellen, dass die Orks zusammen mit uns Menschen im Krieg gegen die Verdammten gekämpft haben. Wo sie doch jetzt unsere Dörfer belagern und niederbrennen. Ich habe gehört, dass auch die Elfen und die Zwerge am Rande eines Krieges stehen und Imp- und Echsenbanditen streifen durchs Land. Der Soldat sehnt sich nach dem Kampf, doch das hier ist zu viel. Ich glaube, wir alle sind in größter Not. Oh, der hat Kettenhemd, ein leichtes. Aber das wird leider unsere Fähigkeiten übersteigen. Für immer. Okay, wir werden gleich schnurstracks zu Alix rennen. Aber erstmal müssen wir das Ganze hier aufdecken, ist ja wohl klar. Dann müssen wir die ganzen Kasernenbauten auch noch besuchen. Den Soldaten einen schönen Besuch abstatten, damit sie mit uns durch Gebüsch. Nein, nein, das werden sie nicht. Schlimm sowas, aber guck mal, wie geil das hier aussieht. Die Fahnen, wie schön die Wind wehen. Ah, oh, guck mal, cool. Kaserne der Armee und General Alix. Kaserne der Armee. Und da ist das Gasthaus. Da sind wir schon fast beim Zwergenbrot im Grunde. Hier ist die große Burg. Coole Sache. Eine ausgelagerte Kaserne, ist auch mal was Neues. Ja, aber das lässt natürlich Handlungsfreiheiten, ne? Da muss man zwei Orte belagern und nicht nur einen. General Alix! Oh, das ist ja eine hübsche, ne? Das ist eine richtig hübsche. Seid gegrüßt, Fremde! Ne, ein bisschen... Seid gegrüßt, Fremde! Was kann ich für euch tun? Starke Frau. Darf ich euren Namen erfahren? Ich weiß, dass ihr unwissend Hinterwäldler nichts von Formalitäten haltet. Aber solange ihr euch in dieser Kaserne aufhaltet, bin ich General Alix für euch. Ist das klar? Wer weiß, vielleicht lernt ihr hier sogar etwas Disziplin. Ja, okay. Ich habe Lord Zerg getroffen und muss euch schlechte Nachrichten überbringen. Seine Gruppe wurde anscheinend bei Alaroth von Orks in einen Hinterhalt gelockt. Ja, waren ja nur drei Mann oder so. Nur er überlebte das Massaker. Die Orks sind hinter unseren Frontlinien und bedrohen jetzt Alaroth um das umliegende Farmland. Und die ganze Gruppe wurde vernichtet. Das schreit nach Vergeltung! Wo befindet sich Zerg jetzt? Lord Zerg ist in Alaroth geblieben, um das Dorf vor den Angriffen der Orks zu schützen. Es ist geradezu ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Diese verdammten stinkenden Orks sind überall. Ihr scheint eine fähige Kriegerin zu sein und einigen Verstand zu besitzen. Ich habe Zerg und seine Gruppe geschickt, den Heilern auszurichten, dass sie in Flussheim gebraucht werden. Es scheint eine Seuche ausgebrochen zu sein. Wisst ihr, ob die Heiler uns zu Hilfe kommen? Ja, General, die Heiler sind bereit zu helfen, aber die Bedrohung durch die Orks in den nahegelegenen Wäldern verhindert, dass sie sicher nach Flussheim gelangen. Oh yeah, viel Erfahrung. Ich werde sobald wie möglich eine bewaffnete Eskorte abstellen, die sich um die Heiler kümmern soll. Ihr habt euch als findig erwiesen und hattet keine Scheu, euren Hals zu riskieren, wenn die Angelegenheit euren Überzeugungen entsprach. Kann ich euch überreden, weitere Aufgaben für mich zu erledigen? Ich will lieber noch ein paar Jahre leben, ja, nein. So ist es. Was soll ich für euch tun, General? Hervorragend! Eine gestandene Abenteurerin erkenne ich doch auf den ersten Blick, selbst wenn sie sich als Magierin verkleidet, okay? Ihr sollt diesen versiegelten Brief an Hauptmann Mitox überbringen. Ihr findet ihn in dem Dorf im Süden, nahe der Grenze des Herzogtums. Ihr werdet all euren Verstand brauchen, denn das östlich gelegene Dorf wird belagert, okay? Ah, das weiß ich noch, das war heftig. Wenn ich gefährliche Aufgaben übernehmen soll, benötige ich einiges an Ausrüstung, General. Solange ihr für die herzoglichen Truppen arbeitet, habt ihr freien Zugang zu unserer Waffenkammer. Nehmt euch, was immer ihr braucht. Ich werde zu euch zurückkehren, wenn ich noch etwas brauchen sollte. Ja, jetzt gehen die Quests nämlich richtig los, Leute. Die Orks, die greifen die Kaserne an. Oh ja, ich sag ja, es geht richtig los. Du hast hier aber schöne Sachen. Na gut, wir helfen mal. Je weniger Leute sie verlieren, desto besser für uns eigentlich. Ich würde aber gerne mal ihre Sachen ausplündern, muss ich sagen. Ja, General Alix macht das schon. Ich gehe mal in ihre Rüstung. Ja, meins. Meins. Kann ich deine Waffen alle mitnehmen? Ich könnte alle mitnehmen, ne? Ich muss erst etwas ablegen. Ist mir egal, ich nehme sie mit, komm.
Das kann ich nicht anheben. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Gehst du bitte weg? Ich bin erschöpft. Und sie kann nichts mehr tun, oh Mann. Ja. Misslungen, okay. Doof. Dann gehen wir mal hier raus. Dammit. So, was war das? Hauptmann Mitox finden. General Alex drückt mir auf, Hauptmann Mitox eine versiegelte Botschaft zu überbringen. Er ist ein berühmter Krieger und hält sich in einem Lager westlich eines zerstörten Dorfes an der Südgrenze des Herzogtums auf, wo er gerade einen Angriff der Orks abwehrt. Und das ist nicht hier unten. Ach da, das belagerte Dorf. Ja, so weit ist es ja nicht weg, ne? So, die Orks haben sie erledigt. Jetzt aber auch eine Lederbeinschiene brauche ich nicht. Sie ist freundlich, aber redet nicht mit mir, weil anscheinend irgendwo noch ein Ork lebt. Da liegen überall Goldmünzen. Ich kann jetzt in die Waffenkammer gehen. Oder war das die Waffenkammer, wo ich mich habe bedienen dürfen? Ja, okay, das Ding ist doof, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ein poliertes Claymore, das nehmen wir mal mit. Die ruinierte Stachelkeule kann auch weg. Okay. Ich denke, jetzt dürfen wir wieder laufen können, oder? Nein, können wir nicht. Achso, die Dinger wiegen einfach mal unendlich viel. Kann man nicht aber alles behalten? Ich habe keine Stärketränke mehr, glaube ich. Was soll's. Ja, die Orks haben angegriffen. Wollen wir denn hier Waffenkammer? Oh ja, die Waffenkammer, oh Leute. Und wir können uns nehmen, was wir wollen, ne? Ja genau, da bin ich nämlich immer mit dem Turnierschild rumgelaufen, das war saugut. Und exzellent verarbeitet und ein geschlossener Helm. Ja, den können wir niemals tragen, leider. Schade. Wir müssen uns ja hier ziemlich zurückhalten, aber den Metallbuckler könnten wir noch mitnehmen. Was haben wir hier noch? Ah, noch ein bisschen Rüstung und Lederstiefel, Schwere und sowas. Oh Mann, wie geil. Ja gut, ich lasse die Sachen erstmal hier. Wir können uns ja immer noch wiederholen. So, so. Und das Claymore auch noch. Der Part ist nämlich schon wieder rum, Leute. Wir werden uns auf jeden Fall wiederholen. Ja, denn hier sind nämlich noch Orks, die kämpfen. Und Gigantulas im Grunde. Oh Gott, die werden mit Imps noch viel schlimmer später. Oh Gott, ich spoiler wieder, ne? Was treibt ihr denn da, Freunde? Kann ich euch helfen? Gefunden, geschnappt. Hier, hey. Karotte, ja. Vitalitätsbonus, das ist sehr cool, die Dinger. Goldmünzen, Goldmünzen. Hier haben sie einige Soldaten abgeschlachtet. Schön Käse, Magietrank, Orangen. Sehr gut. Ja, die Orks haben angegriffen. Ich glaube, Alex könnte jetzt wieder mit uns reden, oder? Wo steht sie denn immer noch so rum? Nee, sie dürfte wieder bei sich sein. Gut, dass wir vorher ausgeplündert haben. Wie kommt es, dass ihr so früh schon zurück seid? Wie ich Hauptmann Mitox kenne, hat er euch doch sicherlich Aufgaben zugeteilt, für die ihr mehr Zeit bräuchtet. Meldet euch sofort bei ihm. Okay. Ach so, ich dachte, sie würde jetzt nochmal mit uns reden, weil wir cool sind oder so. Weil wir so toll geholfen haben. Hier ist noch was zu futtern. Kurz ein Abendessen reinziehen. Nom nom nom. Habe ich das mitgenommen? Ich wollte es doch essen. Okay, seht ihr, es füllt bei allem ein bisschen was auf. Und, ja, das Fleisch ist ein bisschen schwer. Aber gut, den Kram können wir ja verkaufen dann. Gucken wir gerade nochmal hier rein. Der Part ist wie gesagt rum, aber da es der letzte in der Session ist, habe ich gedacht... Hier gibt es Futter für uns. Das dürfen wir uns natürlich auch mitnehmen. Wir dürfen uns hier alles mitnehmen, das ist das Tolle. Soweit ich weiß. Vielleicht hätten wir auch bei ihr mitnehmen können, aber ich wollte es nicht riskieren. Betten. Schlafender Soldat, verschlossene Truhe. Eine Truhe mit einem Gegenstand. Warte mal, ist das Diebstahl? Ich versuche es jetzt gerade nochmal. Ich gehöre doch zu euch, Leute. Ich gehöre doch zu euch. Das ist kein Diebstahl, dankeschön. Ich kann auch die Truhen knacken. Wie viel... Schade ist, dass man die Dietriche nicht sieht, die man hat. 7 Stück immer noch. Misslungen. Und gerade hakt es. Okay. Okay, gut. Alles noch da. Viel Glück, meine Süße. Es wird Zeit, dass ihr Zivilisten euren Beitrag kriegt. Okay. Wie sie gar nicht darauf reagiert, ne? Es tut mir leid, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Wie sie gar nicht darauf reagiert, ist, als sie Süße nennt. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Misslungen. Oh, wie gemein. Aber ich darf auch hier schlafen, oder? Ja, ich darf hier schlafen. Yay. Super. Oh, und hier sind Pilze. Das heißt, wir werden erstmal alchemistisch tätig noch. Ja, Leute, herrlich. Hat es euch gefallen soweit? Was habt ihr zu Alex? Findet ihr sie? Findet ihr sie super oder schlecht oder doof oder keine Ahnung? Was haltet ihr von dem Spiel? Wie ist die Story bisher? Noch ist ja nicht so viel passiert, aber da kommt noch was, sag ich euch. Da kommt noch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich renne hier gerade noch mal rum, noch ein paar Pilze zu finden und keine Kuhfladen. Oder irgendwas, wodurch wir Mana-Tränke gewinnen können, die wir ja brauchen. Das tat gut. Wie wunderbar. Okay. Ja, lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Die Bewertungen gehen ziemlich zurück in letzter Zeit. Auch die Kommentare etwas. Und ja, die Views sowieso. Ist schade. Ich hätte da gern eine andere Entwicklung. Aber, nun ja. Ich hoffe halt, dass ihr dabei bleibt und dass ihr Spaß habt an dem Projekt. Und auch an den anderen Projekten, die ich mache. Schaltet auch wieder ein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir weiterspielen bei Let's Play Divine Divinity und dann vielleicht wieder ein paar schöne Quests erledigen. Bis dann, Leute. Tschüss.